Nacheinander hatten sie die beiden Touristinnen am Strand von Rimini vergewaltigt. Identifiziert werden konnten die jungen Männer dank Aufnahmen von Überwachungskameras. Ein 20-jähriger Asylbewerber wurde in einem Zug gefasst. Schon zuvor waren ein 16-jähriger Nigerianer und zwei marokkanischstämmige in Italien geborene Brüder im Alter von 15 und 17 Jahren verhaftet. Mehrere Überwachungskameras hatten die vier Verdächtigen aufgenommen. Die beiden Brüder hatten sich daraufhin selbst gestellt. In der Nacht vom 25. auf den 26. August sollen die vier jungen Männer eine 26-jährige Polin und eine transsexuelle Peruanerin ausgeraubt und mehrfach vergewaltigt haben. Nun hat Polen die Auslieferung der Verdächtigen beantragt. Sie sollten eine harte Strafe erhalten, damit andere abgeschreckt würden, ähnliche Taten zu begehen, sagte der polnische Vizejustizminister. Ob Italien der Auslieferung zustimmen wird, war zunächst noch unklar.